Also das neue Lager ist kein Stück besser als Moria, fast noch schlimmer, weil Moria zumindest erst schon so gewisse Strukturen gab. Es ist wirklich so, dass Kinder im ungeheizten Zelt leben. Es gibt kein warmes Wasser, es gibt keine Dusche. Sie müssen sich im Meer waschen. Bei Regen wie jetzt steht das ganze Lager unter Wasser. Es gibt keinen Strom, das heißt ab 5, 6 sitzen die Kinder in den kalten Zelten auf ihren Feldbetten und unter ihnen schwimmt das Wasser. Und Kleinkinder, Babys und es ist gut, dass unbegleitete Kinder aufgenommen werden. Aber was ist mit den anderen, die mit ihren Eltern da sind, denen geht es halt kein Stück besser. Und die Vorstellung hat selbst zwei Kinder, dass meine Kinder so leben müssten, ist deswegen keine Ruhe. Und so geht es den Eltern da auch. Es gibt Berichte, die wirklich sagen, für die Eltern ist es das Schlimmste, ihren Kindern helfen zu können. Und dann zu sehen, dass andere Kinder gerettet werden, die unbegleitet sind. Manche Eltern denken daran, wenn ich mir das Leben nehmen würde, würden meine Kinder gerettet werden. Es soll ein besseres Lager gebaut werden, aber das dauert bis September nächsten Jahres. Das heißt, wir haben einen ganzen Winter mit 4.000, 5.000 Kindern auf europäischem Boden in katastrophalen Verhältnissen. Und wir denken, das können wir einfach nicht zulassen. Wir hätten die Kapazitäten. Ja, man kann vielleicht nicht alle aufnehmen. Es geht nur um 4.000, 5.000 Kinder. Und es gibt ja die Zusagen aus Deutschland. Viele Städte und Gemeinden würden Kinder und Familien aufnehmen. Es braucht nur die Genehmigung für die Landesaufnahme zusammen mit der Länder. Das wäre nicht gut. Und deswegen unser Appell jetzt zur Weihnachtszeit. Die Verhältnisse in Lesbos sind schlimmer als im Stall. Im Stall wäre schon eine Verbesserung für die Kinder. Es gibt jetzt auch die Klage, deswegen unsere Bitte an Herrn Seehofer, lassen Sie es nicht auf die Klage einkommen. Geben Sie sich jetzt zu Weihnachten einen Ruck und lassen Sie wenigstens die Kinder, alle Kinder, ihre Familien nach Deutschland kommen. Also genau, ich übergebe nochmal unsere Presseerklärung. Es freut uns sehr, dass Sie rausgekommen sind. Das wissen wir zu schätzen. Mit dem Thema beschäftigen. Und dann haben wir noch den Stern für Sie. Moment. Der soll dann beim Herrn Seehofer aufgehängt werden, der Stern. Das bezieht sich halt auf die Einfach den Weg frei zu machen, dass diese Kinder, die jetzt auf Lesbos sind, auch kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich nehme das mit. Ja. Wir danken Ihnen vor allem herzlich, dass Sie rausgekommen sind. Hatten wir gar nicht damit gerechnet, müssen wir sagen. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Toll, dass ihr alle hier seid. Wir stehen ja heute hier, weil wir als Eltern oder auch Leute ohne Kinder die Bilder von der Insel Lesbos einfach nicht mehr ertragen. Kinder leben dort auf europäischem Boden im absoluten Elend, in Zelten ohne Heizung, ohne warme Duschen, Kleinkinder, Babys. Wenn ich mit meinen Kindern in Berlin so leben würde, würde das Jugendamt kommen und eingreifen. Zu Recht, weil man als Gesellschaft es nicht akzeptieren kann, dass Kinder so leben. Aber auf Lesbos werden Familien quasi behördlich gezwungen, über Monate bis Jahre so zu leben. Es ist ja auch nicht so, dass das nicht bekannt wäre. Die Medien sind zum Glück voll mit Berichten aus Lesbos, wie schlimm es da ist. Jeder kann das wissen, auch konservative Medien finden das schlimm. Im Grunde jeder, der es mit eigenen Augen sieht. Es ist eigentlich schon keine politische Frage mehr, sondern eine menschliche Frage. Zwei Details aus den Berichten haben mich in letzter Zeit besonders erschüttert. Eine Aussage war von Ärzte ohne Grenzen. Die haben eine Mutter interviewt, Linda, eine Mutter von 5 Kindern. Und sie sagt, für sie ist es besonders schlimm zu sehen, wenn unbegleitete Kinder weggebracht werden und gerettet und ihre eigenen Kinder bleiben zurück, nur weil sie noch Eltern haben. Aber sie kann ihnen ja auch nicht helfen. Und sie hat tatsächlich überlegt, sich das Leben zu nehmen, damit sich dann um ihre Kinder gekümmert wird. Weil sie sagt, der Schmerz von Eltern, die zusehen müssen, wie ihre Kinder leiden, ist größer als jeder andere Schmerz. Und ich glaube, das kann sich jeder von uns vorstellen. Das zweite war ein Bericht, dass die Kinder jetzt aus dem neuen Lager, wo es halt auch gar nichts für sie gibt, einmal die Woche raus dürfen und dann wohl in so ein Spielhaus kommen, das war auf Spiegel Online, für ein paar Stunden im Haus, wo sie spielen dürfen, basteln, halt einfach das haben, was Kinder alle brauchen. Aber wenn die Zeit vorbei ist, müssen sie zurück. Und dann verstecken sich diese Kinder wohl, weil sie nicht in dieses Lager zurück wollen.
weil sie dort nicht leben können. Und wenn sie dann wieder im Lager sind, zählen sie die Tage, bis sie wieder für ein paar Stunden in dieses Haus dürfen. Wir können das nicht zulassen und selbst hier glücklich Weihnachten feiern. Wir stehen heute hier, um Herrn Bundesinnenminister Seehofer daran zu erinnern, was die eigentliche Botschaft von Weihnachten ist. Seht hin, was mit euren Mitmenschen ist. Handelt, wenn sie Hilfe brauchen, unabhängig von der Herkunft. Und wenn niemand anders handelt, dann müssen wir eben vorangehen. Deutschland hat die Kapazitäten, diese Kinder aufzunehmen. So viele sind es nämlich nicht. Es fehlt nur an der Genehmigung von Innenminister Seehofer für die Landesaufnahmeprogramme der Länder. Unsere Botschaft an Herrn Seehofer: Lassen Sie es nicht auf die Klage des Landes Berlin ankommen. Lassen Sie jetzt ein Weihnachtsmärchen Wirklichkeit werden und machen Sie den Weg frei für die Aufnahmeprogramme der Länder. Retten Sie diese Kinder. Heute sind wir ja nur da gewesen, um auch wieder eine kleine Forderung noch mal sichtbar zu machen. Nämlich die Forderung, dass das Land Berlin A beschlossen hatte, wir wollen mehr Geflüchtete aufnehmen, als uns erlaubt wird. Berlin hat 300 Geflüchtete beschlossen, das halten wir für zu wenig. Und wir waren bereits schon mal so weit gewesen, dass unter anderem Berliner Politikerinnen und Politikern sowohl von der Sozialdemokratie als auch von den Linken, als auch von den Grünen von 1400 Geflüchteten geredet hatten. Trotzdem haben sie gesagt, wir würden 300 aufnehmen und haben sich bereit erklärt, das sofort zu tun. Sie haben dann sich an das Bundesinnenministerium und die Bundesregierung gewandt mit der Bitte, das möglich zu machen. Und Herr Seehofer persönlich und das Innenministerium hat das untersagt. Gesetzlich ist es leider so, dass nur die Bundesrepublik selbst entscheiden kann, ob Menschen in das Land kommen dürfen oder nicht kommen dürfen. Und die Bundesregierung hat entschieden, nein. Ich sage ganz deutlich von einem CSU-Minister, ich selbst komme aus Bayern und weiß, wovon ich rede, erwarte ich ja nicht automatisch, dass er Humanität zeigt, obwohl das C in dem Namen der Christlich-Sozialen Union steht, aber von einer Bundesregierung, in der auch Sozialdemokraten beteiligt sind. Eine Partei, die mehrmals in ihrer Geschichte erfahren hat, was Verfolgung bedeutet. Wo viele, viele Zehntausende Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten überlebt haben, als sie von den Nazis geflohen sind und in anderen Staaten aufgenommen wurden. Von der Sozialdemokratischen Partei würde ich erwarten, dass sie eine solche unmenschliche Politik nicht mitmachen. Über 200 Kommunen in Deutschland haben sich bereit erklärt, Geflüchtete aufzunehmen und haben sich mit einem Appell an die Bundesregierung gewandt, das doch bitte möglich zu machen. Und die Bundesregierung, allen voran der Bundesinnenminister, verhindert das. Ich muss euch ehrlich sagen, ich finde das eine solche Form der bodenlosen Unmenschlichkeit, dass das nicht akzeptabel ist. Heute sind wir nur da, um das BMI aufzufordern, dass sie die Klage nicht zulässt, in dem Sinne, dass sie sich einverstanden erklären, dass die Geflüchteten aufgenommen werden. Warum fordern wir das? Heike hat ja unter anderem darauf hingewiesen, wenn die Klage vor das Bundesverfassungsgericht kommt, dauert die Entscheidung mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr und heißt, die Kinder und die Familien mit den Kindern sitzen auf Moria mindestens ein Jahr noch fest. Das Ganze macht die Bundesregierung ja aus einem ganz einfachen Kalkül heraus. Sie möchte Menschen abschrecken, dass sie auf die Flucht gehen. Und sie hebelt damit ein grundgesetzlich verankertes verfassungsrechtliches Recht, nämlich das Recht auf Asyl, aus. Warum steht heute im Grundgesetz das individuelle Recht auf Asyl? Das war ein Ergebnis und ein Lernen aus der Zeit des Faschismus gewesen, als Menschen massenhaft ermordet wurden und nicht in anderen Staaten aufgenommen wurden. Deswegen hat sich Deutschland bei der Verabschiedung des Grundgesetzes ganz bewusst entschieden gehabt, dieses aufzunehmen. Wir werden auch im neuen Jahr hoffentlich dann irgendwann unter Nicht-Lockdown-Bedingungen weiter hier vor das Innenministerium oder bei verschiedenen Demonstrationen, sei es bei Aufstehen gegen Rassismus, sei es bei Unteilbar und in vielen Organisationen wie Seebrücke und Leave No One Behind, ich kann alle nicht der Reihe nach aufzählen, als Naturfreunde mit dabei sein. Euch vielen Dank, dass ihr alle da seid und ich sag mal, die Hoffnung ist ja etwas, was zuletzt untergeht. Ich denke, wenn überall in vielen, vielen bundesdeutschen Städten, in europäischen Städten dieses Unrechtsregime angeprangert wird, wird es gelingen, das zu Fall zu bringen und die Menschen raus aus den Lagern zu holen,
aber mittelfristig auch weiterzukommen, die Grenzen der Europäischen Union wieder aufzumachen für Menschen, die auf der Flucht sind, die als Geflüchtete unterwegs sind. In dem Sinne, danke, dass ihr da seid und vor allen Dingen danke an die Eltern ohne Grenzen, dass sie immer die guten Ideen haben, wie wir das umsetzen können. Also, so viel.